Ja, Leute, Tag auch. Da sind wir wieder mit Gabriel Knight, natürlich mit mir, dem Plexi und dem der Eister. Und der Esel nennt sich natürlich immer zuerst. Aber das ist egal, wir müssen ja schnell hinmachen, weil wir vermissen Malia und auch unsere Sekretärin. Genau, wir müssen Grace retten. Und ja, wir sind wieder zurück in New Orleans. Also würde ich sagen, gehen wir zuerst mal zum Buchladen und gucken, was genau, da los ist. HQ, glaube ich. Genau. Schnell zum Hauptquartier. Grace, I'm home. Grace? Oh no! Grace! Aber wir wissen ja, das Hauptquartier ist ja eigentlich im Voodoo-Museum, ja? Richtig! Keine Grace da, ja. Schlecht. Wir sollen uns jetzt die Nachrichten geben. Aber hier liegt ein Briefumschlag. Ein Brief, ja. Schauen wir mal. There's a note on the desk. The note is from Malia. It says, Gabriel, I hope you survive long enough to get this. Tetalo knows you have the talisman. Your life is worth nothing, my love. I fight to save you, but she controls things far more than I. She has taken Grace. Return the talisman and leave New Orleans forever. If you don't, I can't help you. Please. I can't bear to see you die. Please believe me. I love you, Malia. Oh. Who's there? I have the talisman. Yeah? Good for you. I got a headache. You? Huh? Don't come near me. You're dead. Oh. Was that you at the tube? You should have said something. You mean you weren't dead, you son of a bitch? Do I look dead? No, don't answer that. I was searching the tomb. When I heard someone coming, I broke the light and got in the drawer. Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Christ, you about killed me. I said I was sorry. Besides, I owed you one for stealing my badge. If it makes you feel any better, I lost my wallet that day. Your wallet? Ooh, I guess you're right. We are even. Ja, die Briefe. Like I said. Anyway, we shouldn't stand out here and gab. Someone on the street might see us. Let's go in back and talk. Der American erpresst Kreditkarte. Genau. Dann hat der uns auch niedergeschlagen im Grab. Okay. Ja. Now let's talk. Weil er dachte, wir sind einer von der Voodoo-Gang. Ja. Quatschen wir mal mit dem alten Kumpel, aber finde ich cool, dass der Mosley doch nicht tot ist. Alright, let's talk. So, beleidige ihn geht immer noch. What should we do about Grace? Them voodoo people have taken her, the goddamn bastards. We have to find her and save her, and we can't count on the police department for any help. Ja, konnten wir überhaupt jemals Hilfe von der Polizei erwarten? Nicht wirklich. Let's make a plan. What do you think we should do? We need to find the headquarters of the Getty cartel, rescue Grace, and dig up some concrete evidence so that I can take this straight to the FBI. Sounds easy. Uh-huh. Do you have any idea where their headquarters might be? Perhaps. Well, you do seem to have a knack for sniffing out this voodoo stuff. Why don't you see if you can locate it for sure? Meanwhile, I've got some things I've got to do. I'll meet you there later. How will you find it? Damn, that's right. If only I had the tracker from my office. I have it. Really? Good going. You give it to me and leave a signal device at the entrance to the headquarters. All right. Okay, dann soll er uns mal erzählen, was er so gemacht hat in der Zwischenzeit, würde ich sagen. So, fill me in on what you've been doing for the past 5 days. I've been getting smart, that's what. They got me running, I'll admit. But the day a bunch of drum-banging, mumbo-jumbo-chanting magicians can catch old Lightfoot Mosley is the day I die. Can't argue with that logic. Now, these guys have it wired, I tell you. From the mayor to a couple of major judges, right down to the beat cops. The Gettys are untouchable from that angle. But once I really start digging, it was like I could see clearly. These guys are into everything that happens in this city, and most people are scared shitless of them, or they don't know about them at all.
Okay. Let me fill you in on what I've learned in the past 5 days. Okay, have at it. Well, Malia Getty is the head of the cartel. Dr. John is her right-hand man. I learned that much. You sure know how to pick them, Knight. Uh-huh. She's not really responsible, though, because during these ceremonies, she's ridden by the spirit of her ancestor, Tetelo. You don't say. It's true. Anyway, I have something, a talisman, that I can use against them. It'll help, but they probably still have a power source somewhere in their Hound Four. Also, this whole thing kind of ties in with my nightmares, see, and my family history. My family does this shadow hunting thing, and about 300 years ago... Look, don't confuse me, okay? You worry about all that metaphysical stuff, and I'll just try and catch the bad guys. Yeah, you'd never believe me anyway. Okay. Da wissen wir noch mal wieder ein bisschen mehr. You know, mostly... Don't even start with me, Knight. I've been through too much for you lately. Yeah, you're right. Sorry. Okay, ja. Aber dann scheint der Mosley gar nicht so ein Weichei zu sein, wie wir die ganze Zeit gedacht haben. Don't forget to leave the signal device near the entrance to the Hound 4. And be careful. Ja. Mosley lebt Gott sei Dank und wir müssen jetzt versuchen, das Hound 4 zu finden. Aber könnte das nur sein? Ja, da überlege mal. Wo wir hier reingekommen sind, nach New Orleans im Flugzeug, da war ja diese Szene, wo er aus dem Fenster geguckt hat, ne? Richtig, da haben wir den Park gesehen. Da hat er den Park gesehen, genau. Und er ähnelte in der Form was? Der Park ähnelt in der Form dem Rad. Richtig, ganz genau. Ah. Verstehst du? Ja, aber du wirst lachen. Ich kann mich noch erinnern gerade, wo das Hauptquartier war. Wieso konnte ich mich denn nicht an Afrika erinnern? Ja, ich weiß, wo das Hauptquartier sogar ist. Ich weiß es sogar, aber ja. Wie kommt man denn rein? Genau, also auf jeden Fall liegt der Verdacht nahe, dass es unter diesem Jackson Square ist, also, ne? Ach, und dann ist es bestimmt in der Nähe von irgendeinem Gebäude da. Jetzt ist die Frage, wie wir da reinkommen, ne? Das ist das... That ja, dann geh doch nochmal raus auf die Karte und dann gucken wir mal, was in der Gegend da ist. That is the question. Wie kommen wir da rein? Aber erstmal ziehen wir einen Kaffee und lesen die Zeitung. Ja, klar. There is no... Gabriel... Times Picayune. Dated June 28, 1993. The weather service is baffled by the series of bizarre storms that rocked the south yesterday. 20 died, and close to 100 were injured. The storms only accentuate the bad luck that seems to have gripped the south. The crime rate for the past 3 days has peaked to unprecedented levels. And there have been 50 reports of food poisoning in New Orleans alone. In other words, keep your head down, folks, and pray that August will return us to sanity. Warily, Gabriel reads his horoscope for the day. Gird thyself with mercy. Arm thyself with righteousness. The final hour awaits. There's a school teacher somewhere who's damn confused. Ja, ich kenne einen. Sorry. Kein Kommentar. good coffee. Gut, ja. Können wir den Brief hier irgendwie mitnehmen? Okay, er liest da noch. Irgendwas mit dem Stuhl hier noch. St. George Books, could you... Guck mal, das Bild ist wieder da. Das Bild ist echt wieder da. Daddy's painting. I bet Grace bought it back from Bruno herself. Die gute Grace. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Hauptquartier sein könnte. Aber ich weiß es auch noch. Ich weiß es noch. Ja, es ist auch direkt daneben.
Du hast schon wieder Daneva gesagt. Daneva, nein, da ist schon wieder Daneva. Ich spiele doch gar kein UFO. Ja. Jackson Square. Und sind wir hier. Na, ich sage mal so, es muss ja irgendwo sein, wo es unauffällig ist. Und hier auf dem Jackson Square direkt kann es nicht sein, weil man kann ja nicht da in der Öffentlichkeit irgendwo einen geheimen Eingang haben. Ich muss mal gerade mein Handy ein bisschen weglegen. Ich glaube, man hört es auch so ein bisschen. Ja. So. Aber wir lassen uns natürlich nicht weiter stören. Am Jackson Square ist meiner Meinung nach der Eingang nicht. Aber richtig. Guck mal. Hier haben wir ja auch die beiden Ringe, ne? Hier und hier ist der innere Ring. Genau. Ja. Und welcher Platz hier in der Nähe würde sich eignen? Unauffällig? Denke mal. Richtig. Oh, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht, dass wir auch so da hinkommen. Ich auch nicht. Ich hab's einfach mal probiert. Okay. Ja, wo könnte das jetzt hier sein? Ist die Frage. Tja, muss mal gucken. Ja, bestimmt in dem Raum rechts, ne? Schauen wir mal. Nee, das ist ja nur unser Umkleideraum hier. Das war der Umkleideraum, ja. Ja. Ah, hier haben wir natürlich noch die Confessional Booth, die Beichtraum, ja. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier in den Hauptraum kommen. Gabriel cannot go in there. That's the priest part of the confessionals. Okay. The confessional is about the size of a closet and is richly paneled in lovingly oiled cherry. It's a cushion kneeler. Da ist doch auch ein Loch, oder? Sehe ich das richtig? Wo? Unter der Bank, oder? Hier? Ist das hier so ein Bad Pixel? Ja. The confessional is about the... Nee, da ist nichts. A meshed window provides... There's a small shelf under the meshed window. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite, weil hier scheint ja nichts zu sein. Also für mich sah das so wie so ein Loch aus, aber okay. It's a cushion kneeler. There's a small shelf under the meshed window. Guck mal hier oben. Da, ach was. There's a notch hole about the size of a quarter in the wood paneling on that wall. Okay. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wollen wir den Stab da reinhauen? Machen wir das in der Folge noch, oder? Ja, aber das machen wir noch. Ja, okay. Something about this knot hole looks familiar. It's moving. I knew it. Rides over. Ein Aufzug? Mhm. Okay. Interessant ist, ich habe ja jetzt das Buch auch gelesen. Im Buch ist da eine Treppe und die Tür geht einfach auf und kein Aufzug. Du hast das Buch wirklich gelesen? Ja. So, hat das deine Freundin, glaube ich, dir zugeschickt? Richtig, oder? Genau, hat mir, glaube ich, mal verraten. Ach, wie, ist ja lustig. Und ja, ich finde, das macht dann mit der Treppe auch viel mehr Sinn, weil stell dir mal vor, du bist da in der Kirche und hörst da irgendein Gerumpel und da fährt dann so ein, die einfach sowas rum und ein Fahrstuhl und das Ding ist einfach weg und das muss ja auch irgendwelche Maschinerie daran haben und so. Das wäre ja viel zu auffällig. Also ich finde, die Treppe macht eigentlich mehr Sinn. Eigentlich schon, ja. Aber jetzt kannst du ja mal gerade aus erster Hand sagen, ob das Buch jetzt wirklich die gleiche Story hat. Das hatten wir damals uns gefragt eigentlich. Ja, also das Buch ist im Prinzip genau das gleiche, bis auf zwei, drei kleine Details. Wie gesagt, Treppe, Fahrstuhl, aber so eine Sachen. Aber ansonsten ist es wirklich genau das gleiche. Ist ja klasse. Bist ja quasi jetzt ein richtiger Gabriel Knight-Experte. Auf jeden Fall, ja. Super. So, jetzt wissen wir auch, wozu wir zwei von diesen Dingern hier hatten. Ne? Mhm. Vom Peilsender, den müssen wir jetzt hier anbringen. Alright, Mosley. There's your signal. Gabriel wonders if Mosley will have everything he needs to follow the trail. So, und jetzt dürfen wir nicht vergessen, den Stock hier auch hinzupacken, dass Mosley runter kann. Mm. Ne? Weil genau. Gabriel puts the snake rod under the bench for Mosley. Ja, gut, wir sind im Hauptquartier im Hound 4 angekommen. Und ja, wie das hier aussieht im Hound 4, würde ich sagen, das verraten wir erst in der nächsten Folge. Wahrscheinlich die letzte sogar, mal schauen. Richtig. Okay, bis dann, ciao.
Haut rein.